der Rasen ist ideal, ist nochmal frisch gemäht worden am gestrigen Tag. Sieht super aus, also die beiden Mannschaften können sich hier auf eine tolle Unterlage freuen. So lässt es sich Fußball spielen. Ist das ein Tempel oder was? Ein echter Fußballtempel. Die Partie hat schon begonnen. Ganz feine Technik. Der Angriff gar nicht so schlecht, aber dann doch am Verteidiger abgeprallt. So viel Leidenschaft drin in der Anfangsphase, die gehen hier voll drauf. Er stellt den Gegner ganz fair und schnappt sich die Kugel. Mann, hat der eine Ausdauer. Und da kommt der Ball rein. Raus aus der Gefahrenzone. Der perfekte Kopfball. Ordentlicher Abschluss, nur nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Das war gut, aber eben nicht gut genug. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Das sieht gut aus. Da ist die Flanke. Den hat er gespürt, gesehen. Ab nach vorn und hoffen. Da war er voll auf der Höhe. Es gibt nichts Neues zu vermelden. Immer noch 0:0. Großartiges zum Abschluss. Na bitte, Tor. Das war das erste Tor dieser Partie. Das hat man schon im Ansatz gesehen, dass der reingeht. Da steht er völlig frei und der Pass kommt perfekt. Sie haben es ihnen leicht gemacht und sie haben das Tor. Nichtsdestotrotz, das muss man anerkennen, mit Bravour erzielt. Der erste FC Heidenheim geht in Führung 1:0. Damit dürfte sich das Spiel von jetzt an etwas spannender gestalten. Perfekte Kopfball. Ordentlicher Abschluss, nur nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Das war gut, aber eben nicht gut genug. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Das sieht gut aus.
Da ist die Flanke. Den hat er gespürt, gesehen. Ab nach vorn und hoffen. Da war er voll auf der Höhe. Es gibt nichts Neues zu vermelden. Immer noch 0:0. Großartiges zum Abschluss. Na bitte, Tor. Das war das erste Tor dieser Partie. Das hat man schon im Ansatz gesehen, dass der reingeht. Da steht er völlig frei und der Pass kommt perfekt. Sie haben es ihnen leicht gemacht und sie haben das Tor. Nichtsdestotrotz, das muss man anerkennen, mit Bravour erzielt. Der erste FC Heidenheim geht in Führung 1:0. Damit dürfte sich das Spiel von jetzt an etwas spannender gestalten. Schluss! Na bitte, Tor! Das war das erste Tor dieser Partie. Das hat man schon im Ansatz gesehen, dass der reingeht. Da steht er völlig frei und der Pass kommt perfekt. Sie haben es ihnen leicht gemacht und sie haben das Tor. Nichtsdestotrotz, das muss man anerkennen, mit Bravour erzielt. Der erste FC Heidenheim geht in Führung 1:0. Damit dürfte sich das Spiel von jetzt an etwas spannender gestalten.